So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist Freitag, das heißt, gestern war Donnerstag. Wir haben gestern mega Stahlaus-Raids für Zuschauer gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Viele Leute haben sich wieder mal bedankt, dass wir das immer regelmäßig anbieten. Morgen Samstag wollen wir ja Sekrom-Raids machen. Am Sonntag wollen wir Rishiram-Raids machen. Nächste Woche das gleiche nochmal, nur umgedreht. Da gibt es dann Samstag Rishiram und Sonntag Sekrom. Guckt euch das mal an. Da steht einfach so ein Klohäuschen mitten im Stadtpark. Da ist normalerweise die Luise, diese Statue, die hier ist. Die wird im Winter nur immer zugedeckt. Sieht man ja, alles hier gefroren. Und ich möchte heute, ich bin total vom Thema abgekommen, genau, habe ich nochmal einen 5er-Raid gepostet im Community-Tab. Das werdet ihr gleich sehen. Ich wusste noch nicht, was aufgeht, ob es Sekrom oder Rishiram ist. Habe ich gedacht, ich mache nochmal einen Community-Raid, lade nochmal ein paar Leute ein, vor Ort an der Ariba und werde mein Mega Stalos entwickeln, damit kämpfen, obwohl es natürlich nicht sinnvoll ist. Vor allem, wenn Rishiram im Raid ist, mit Feuer, wenn ich da mit dem Mega Stalos reingehe, der bringt mich gleich um. Aber ich habe gestern auch mitgemacht. Ich habe mich gestern auch eingeladen. So, und schon hat man nasse Füße. Ich habe mich auf jeden Fall gestern auch eingeladen, habe auch Mega Stalos mitgemacht, habe jetzt meine Energie zusammen und mir reichen immer keine 200 Energie. Ich brauche immer 400, weil ich einmal ein männliches und ein weibliches entwickeln möchte. Deswegen werde ich gleich für den Kampf mein 100%iges Stalos zu Mega Stalos entwickeln. Werde das mal kurz zeigen, wie das aussieht. Werde dann nach dem Kampf ein Shiny Mega Stalos entwickeln, dass man das auch mal sieht. Und gleichzeitig auch männlich-weiblich abhaken. Denn das 100er ist, glaube ich, ein Männchen und das Shiny ist ein Weibchen. Würde also genau passen. Wir laufen jetzt zur Brücke. Die ist da hinten irgendwo. Gucken mal, ob sie noch jemand eingetragen hat. Eben waren es nur 5 Leute. Heißt natürlich weniger Stress für mich. Aber okay, ich glaube, wenn ich jetzt angekommen bin, habe ich wahrscheinlich noch mal 10 Leute drinstehen. Und dann sind es wieder zu viel. Wir sehen uns gleich an der Arena. Und vielleicht seid ihr ja auch dabei. So, ich stehe jetzt hier an der Arena. Natürlich ist es ein Rishiram geworden. Wir wollen mal ganz kurz das Mega Stalos entwickeln. Einfach Stalos eingeben. Haben hier ein 100%iges. Ihr seht, Mega Energie ist zusammen. 450 bin ich jetzt. Wir machen mal die Mega Entwicklung. Gucken ganz kurz an, wie das aussieht. Hannes habe ich auf dem großen Account dann zum Einladen. Ansonsten habe ich 5 geedit, von denen leider nur 4 angenommen haben. Wir werden das natürlich trotzdem meistern, ja. Ich muss nur dran denken, dass ich das Mega Stalos auch reinpacke. So sieht er jetzt aus, ist gar nicht größer geworden, hat halt nur gebammelt um sich rum, okay. Hat er jetzt gebammelt dabei, hat sogar Drachenrude, was eigentlich auch ganz cool ist. Ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, wen wir einladen zu diesem Rishiram Community Raid, wo keiner weiß, dass es Rishiram ist. 6 Kommentare. Wir haben hier Shinaya, Trainer Sir Ups, George Zockt, Knecht und Ralle the Best. Die habe ich geedit, die lade ich jetzt ein, wenn es halb ist. Und hier haben wir Hannes. Ich kann noch mal ganz kurz hier drauf gucken. George Zockt, Knecht, Ralle und Shinaya haben angenommen. Das heißt, Trainer Sir Ups hat noch nicht angenommen. In 30 Sekunden muss ich einladen. Der wird wahrscheinlich fehlen. Keine Ahnung warum. Und Hannes habe ich selber hier oben noch reingeschrieben. Mehr Leute stehen nicht da. So. Am besten, ich mache nochmal einen Übergang, ja. So, es ist genau halb. Das heißt, ich stelle euch mal hier rüber, dass man hier das Brettchen sieht. Mal ganz kurz, hier liegt jetzt das Brett. Ich brauche diesmal auch nur ein Handy zum Einladen, eins selber zum Zocken. Das ist die Brücke, das ist die Arena. Seht ihr da, wo der Finger lang geht? Das ist der Park, ne? Bisschen Sightseeing. Das sind die Gummischuhe, sind auch immer am Start, müssen dabei sein. Jetzt wollen wir natürlich einladen.
Wir müssen auch nicht privat machen. Wir gehen jetzt einfach hier drauf, ganz gemütlich. Da ist auch gleich der tägliche Pass weg. Den versuche ich ja jedes Mal eigentlich jeden Tag in Hibu hier ganz normal zu spielen. Schmeißen das jetzt hier rein. Gehen jetzt auf Einladen. Haben jetzt hier George Knecht Ralle Schenaja, also Trainer Sir Abs, hat immer noch nicht angenommen. Hier laden wir jetzt den Hannes ein. So, einmal hier, dass der eingeladen ist. Und wir können ja spontan gucken, wer noch online ist. Vielleicht da noch ein paar Leute einladen. Gehen einfach mal auf nach online sortiert. Flex, Skinny, Alex, Abu Kugi sind die ersten vier, die da standen. Nehme ich also auch mit. Und wir wollen natürlich unser Mega Stalos vorne reinpacken. Stalos. Wird nicht angezeigt. Mega. Da ist es irgendwo. Und jetzt noch ein paar Drachen hinterher. Okay, war halt nicht. Drache. Drache. So, zwei Dialga, Palkia hier, Dings, Knackrack hat die ganze Zeit Bodenmoves, den lassen wir einfach draußen. Nehmen einfach das jetzt so mit, wie es ist. Also mal gucken, wer es reingeschafft hat. Schenaja ist auf jeden Fall am Start. Die Schenaja hat gestern auch ein 100% Sekrom bekommen. Wer dabei war abends bei Leuchtende Perle im Stream, als wir Pokémon gezockt haben, hat sie das ja auch reingeschrieben. Sie hat eins im Fangbildschirm. Sie muss es nur noch fangen. Dann war sie 2 Stunden weg gefühlt. 2 Stunden war sie weg. Ich habe gesagt, je länger das dauert, desto unwahrscheinlicher, dass ich es kriege. Wenn sie es im ersten, zweiten Ball hat, dann ist sie ja schon wieder zurück. Es hat gedauert, aber im vorletzten Ball hat sie es dann bekommen. So, jetzt haben wir, wen haben wir denn? Schenaja, George zockt, Eiverschaf, Alex, Skinny, die einfach spontan eingeladen wurden. Ralle, Sebest und Knecht, also die 4 aus der Liste sind drin. Plus 2 zusätzlich, plus ein Ramses ist noch dabei. Das sieht gut aus, den machen wir jetzt so. Und dann müssen wir natürlich noch das Shiny entwickeln, ja. Und Thema Shiny, wer bei der Raid Mania am Mittwoch dabei war oder das gesehen hat, der weiß auch, ja, ich habe schon beide als Shiny, also ich habe Sekrom jetzt, ich glaube dreimal Sekrom habe ich jetzt schon als Shiny und einmal Regiram. Also alles ganz gemütlich. Es sind ja eh 3 Raid-Stunden, die das Teil da ist. Da dachte ich mir schon, dass die da vielleicht von alleine kommen. Auf der Suche nach den XL-Bonbons. Denn das war mir dann wichtiger. Jetzt setzen wir hier Knirscher ein. Jetzt sind wir auch schon tot. Das heißt, das war die goldene Zeit von Stalos, von Mega Stalos. Und jetzt kommen die Alga und macht den Rest. Hier drüben kämpft gerade Despo da mit Steinkante. Jetzt ist Rihonja da mit Steinkante. Selbst der hat keine C-Day-Attacken, also Ramses, was machst du denn mit den Accounts? Kein Wunder, dass man sich nicht auskennt mit Typeneffektivitäten und mit guten Attacken und schlechten, wenn man eigentlich nie auf die Attacken der Pokémon achtet, immer nur alles entwickelt und alles so lässt, wie es ist. So, es ist schon im roten Bereich, das sieht gut aus. Werden wir gleich noch eintöten. 23,07 war, glaube ich, der 100er Wert. 28,84 dürfte der Wetterboost sein, aber ja, bei dem Wetter dürfte eigentlich kein Wetterboost auftreten. Sekrom war ja die ganze Zeit geboostet, als es geregnet hat. Regiram mit Feuer, Drache, ich glaube, da braucht es dann wieder Nebel oder Sonne. Und wann scheint denn mal gleichzeitig die Sonne und das Nebel? Das funktioniert ja auch nicht. Der hat sogar Wetterboost. Der hat Wetterboost, warum auch immer. Ich muss mir gleich mal das Wetter angucken, was wir für Wetter haben. So, der hat 28,25. Oh, es ist Drachenwetter. Und der hat 28,36. Der dürfte also besser sein als der andere. Wir versuchen immer kurz zu fangen. Ah, jetzt geht es wieder um die Wurst. Ich werde mir diesmal keine Zeit lassen. Ich werde diesmal nicht den Fangtrick anwenden, den Kreis einstellen und dann immer warten. Ich werde diesmal spontan einfach gucken, dass das passt, mit dem draufwerfen, denn wir haben doch keine Zeit. Ich habe heute noch einen strikten Zeitplan. Ich muss noch die 4-Spicy-Challenge machen und er ist auch schon drin im zweiten Ball. Sie sind beim letzten Mal extra eingestellt, extra gewartet und es hat 10 Jahre gedauert und hier ist es einfach drin. Einfach so.
14.12.12, Straufhain, 3.12. Da seht ihr auch, dass der von heute ist. Und wir haben windig. Ich habe keinen Wind gesehen, aber es ist windig. Dracheflug Psycho. Alles klar, windig ist es. Meine Box ist voll. 4.750, das heißt, ich muss mal wieder was wegwerfen. Jetzt wollte ich euch aber einfach kurz nochmal zeigen hier, Seekrom, ne? Die letzten, die wir bekommen haben. Also hier ist auch ein Shiny dabei. Hat ja so einen grünen Schwanz, wenn man da drauf drückt, leuchtet der grün. Normalerweise leuchtet der ja blau, ne? Falls ihr den Unterschied zwischen dem Shiny nicht erkennt. Regiram, können wir euch auch nochmal kurz hier zeigen. Regiram, hier das Shiny, ne? Hat dann so schöne goldene Ringe um den Hals, während das normale halt diese silbernen Ringe hat. Ist ein kleines, nettes Detail. Man muss es nicht immer übertreiben. Ich finde, es gibt deutlich hässlichere Shinies. Die zwei sind eigentlich ganz cool gemacht. Stell dir vor, das wäre jetzt einfach rosa. Komplett. Sieht auch wieder kacke aus. So, wir gehen nochmal hier auf Mega. Zeigen euch, dass das jetzt ein männliches ist. Genau, ein männliches, hundertprozentiges. Wenn wir auf den Pokédex gehen, sehen wir gleichzeitig, dass wir jetzt das hier ausgefüllt haben. Männlich, weiblich fehlt noch. Shiny ist komischerweise auch jedes Mal mit ausgefüllt. Aber wir wollen das weibliche Shiny jetzt selber entwickeln. Gehen also nochmal rein, geben wieder Stalos ein. Suchen uns ein Shiny, das ist das Beste. Das ist auch weiblich. Die Shinies sind komischerweise alle weiblich. Und werden das jetzt auch mega entwickeln. Einfach nur, dass wir uns das angucken, wie der aussieht. Shiny Mega Stalos auf Level irgendwas. Der sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus, oder? Dieser Goldklumpen leuchtet, funkelt, glitzert. Wir haben gestern auch im Leuchtende Perle Stream ein Stalos gefangen. Das war auch sehr nett. Wenn wir jetzt drauf gehen, sehen wir, dass alles ausgefüllt ist. Hier, so möchte ich das immer haben. Männlich, weiblich, shiny, alles ausgefüllt. Das ist für mich der 100% Lucky Dex. Und ihr seht, das ist bei allen anderen auch so. Habe ich alle ausgefüllt. Wunderbar. Obwohl, was ist denn mit Mega Hundemon los? Warum fehlt da das Shiny-Symbol auf einmal? Hä? Oder Bibor genauso. Fehlt auch das Shiny-Symbol auf einmal? Haben wir damals aber entwickelt. Wir haben extra ein Mega-Hundemon und ein Shiny-Mega-Hundemon gemacht. Wir haben auch Mega-Bibor und Shiny-Mega-Bibor gemacht. Und wir haben bisher alle auf Level 50 gepusht. Beim Stalos fehlen mir leider noch XL-Bonbons, aber wenn das soweit ist, werde ich das natürlich auch auf 50 pushen. Auch als Best Buddy machen, das ist ja auch mein Ziel, alle Mega-Pokémon auf Level 50 mit Best Buddy-Schleife zu haben. In 100%, das ist ein kleines Ziel, was ich habe. Habt ihr schon Mega Stalos entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder wie viel Energie braucht ihr noch? Wart ihr gestern dabei bei Mega Stalos für Zuschauer? Oder macht ihr nächste Woche mit? Nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, würde ich das Ganze nochmal machen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich watschel jetzt zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.